Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel HSC 2000 Coburg gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Endstand 32-25, ein Heimsieg für den HSC. Die erste Frage mal an den Coach der Gäste. Wie fällt das Fazit nach dem Spiel aus? Boah, insgesamt ist es natürlich für uns ganz bitter, dass wir mit 7 Tore zum Schluss verloren haben. Wir haben gekämpft, wir sind auf 2 rangekommen. Das ist natürlich auch verdiente Masse für euch ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch an die ganze Truppe und auch an dich. Ich habe das natürlich euch verdient, überhaupt keine Frage. Klar, wir haben unsere Probleme, aber das haben die anderen Mannschaften auch. Das habt ihr auch erlebt in der letzten Zeit. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel darüber sprechen. Wir sind heute dann mit 2 ganz jungen Torhütern angereist und die haben alles gegeben. Wir haben leider zu viele Freie verschossen. Ja, das lag natürlich auch eine sehr gute Leistung von gegnerischen Torhütern. Und wir haben auch in der Masse zu viele technische Fehler gemacht. Ne? Und das hat uns dann letztendlich, also jetzt nicht den Sieg gekostet, sondern wir könnten vielleicht mal dann zum Schluss noch rankommen. Jetzt hast du die jungen Spieler gerade angesprochen, auch der HSC hatte einige junge Akteure auf dem Feld. Wie kann man die auf so ein Spiel vorbereiten, wenn auch keine Zuschauer dabei sind? Das sind ja auch neue Erfahrungen, die man da machen muss. Das kann man schon, aber das muss man jetzt unterscheiden, weil zum Beispiel ein Torhüter ist heute mit der Deutschen Bahn angereist und er hat bis jetzt überhaupt nicht bei uns stattgefunden. Also das ist ja schon schwierig. Man muss ihn bei der Laune halten und man muss ihn motivieren, aber den Junge kenne ich schon von Serien und er ist ganz, ganz guter Kerl. Und er hat uns auch in zweiter Halbzeit ein paar Bälle geschenkt. Ja, deswegen habe ich mich bedankt, dass er dann innerhalb von kürzester Zeit dabei war. Ansonsten, wie motiviert waren die jungen Spieler? Also ich glaube, die sollen das einfach mal genießen, ja? Zweite Liga zu spielen, auf diesem Niveau, sich mit den anderen zu messen. Und ich glaube, das macht Spaß. Ne? Klar, das ist ein Prozess. Man muss natürlich zusammen etwas längere Zeit trainieren und ich glaube, die Gelegenheiten gibt es in der zweiten Liga. Gibt es jetzt in der nächsten Zeit dann auch nochmal Einsatzgelegenheiten für die jungen Spieler? Was steht vor Weihnachten noch an bei euch? Auch wir haben ein ganz strammes Programm, aber ich glaube, die ganze Liga ist dermaßen ausgeglichen, dass ich habe jetzt nichts Neues gesagt. Oder? Deswegen, wir wollen so schnell wie möglich Punkte holen. Klar, ohne Klockmann, ohne Nils Konrad, ohne Waschul, aber ich wollte nicht darüber sprechen, weil muss ich kurz ansprechen. Es ist natürlich jetzt nicht so einfach. Trotzdem, wir haben Qualität und Potenzial und dann müssen wir uns natürlich jetzt auf das nächste Spiel konzentrieren. Dann gehen wir mal weiter an unseren Coach und Brian. Wenn man dir am Mittwoch gesagt hätte, ihr gewinnt heute mit 7, hättest du die Leute für verrückt erklärt? Schwer zu sagen. Also, wie gesagt, ich bin erstmal riesen stolz, dass wir das heute gepackt haben. Mit nur 3 Rückraumspieler. Natürlich wussten wir, dass Lübeck wahrscheinlich mit einem sehr jungen Torhüter ans Spiel kommen. Und na klar, Torhüter ist halt 50% vom Spiel. Wir sehen heute Jan Jochens mit 18, 19 Paraden. Macht den Unterschied, besonders in der ersten Halbzeit, dass wir so deutlich führen, weil wir kriegen eigentlich keinen guten Start, finde ich. Und ja, wie gesagt, aber ich bin einfach stolz, dass wir so gekämpft haben, dass wir Leidenschaft gezeigt haben. Das war Nummer 1 Ziel. Weil wie gesagt, wir haben nur 3 Rückraumspieler gehabt. Natürlich haben wir ein paar Jungen dabei. Pavels hat heute Spielzeit bekommen, 2004. Felix Dettenthaler macht 5-5 auf links außen. Auch sein, glaube ich, sein zweites oder drittes Zweitbundesligaspiel. Und das ist einfach riesig, dass die Chance wahrnehmen. Und das ist ja natürlich auch ein Ziel von Coburg, dass wir junge Spieler die Zeit geben und natürlich auch die Chance geben. Die Chance werden sie jetzt auch noch bekommen. Wie sieht es bei euch jetzt in den nächsten Wochen noch aus? Ja, jetzt haben wir endlich mal eine Woche, glaube ich, 4 Tage bevor das nächste Spiel und da hoffe ich, dass vielleicht 1-2 Spieler zurückkommen und dann müssen wir halt gut trainieren. Es war natürlich auch sehr holperig für mich, kam hier kurzfristig dann Corona und so weiter. Also wir hatten eigentlich nie die Zeit, so richtig gut zu trainieren mit der ganzen Truppe. Ich glaube, wir müssen hier im Dezember einfach durchkämpfen und über Leidenschaft, Emotionen die Punkte holen und dann hoffe ich, dass wir im Januar Ruhe trainieren können und dass so mein Konzept mehr befestigen können. Aber insgesamt bin ich einfach riesen stolz auf diese Leistung. Und ja, wie auch du sagst, jede Mannschaft kämpft im Moment mit Corona, mit Verletzungen. Ferndorf hatten auch 5 Verletzte, glaube ich. Und ja, dieses Programm Englische Woche ist das halt ein Thema für alle Mannschaften, glaube ich, im Moment. Dann versucht die ruhigen Tage zu genießen. Schönen zweiten Advent euch morgen und euch eine gute Heimfahrt. Bei dem Wetter kann man da nur die Daumen drücken, dass das gut geht. Dankeschön. Danke.